willkommen zu Joachims Filmsammlung. Ich mache heute Update 28, 29 zusammen, weil ich in der 29. Kalenderwoche sehr wenig gekauft habe. Und ich mache heute wieder was anderes. Ich bitte euch dann nach dem Video mal zu kommentieren, welches euch besser gefallen hat. Das letzte, das vorletzte Update oder das heutige. Damit ich weiß, wie ich weitermachen soll. Bis gleich in der Ego-Perspektive. So, in der 28. Kalenderwoche habe ich mir dann die Tanz der Teufelbüße gekauft. Die kennt ihr schon fast jeder. Da habe ich gleich den Mittelfinger abgebrochen. Schauen wir mal auf Seite. Dann war da das Tanz der Teufel-T-Shirt dabei. Ich lasse jetzt mal da drin. Dann war dabei die Mediabox von Tanz der Teufel. Sieht ja fast genauso aus wie die Vintage-Edition, nur im Mediabook. Ich blätter mal ganz kurz durch. Kennt ja fast schon jeder. Genau. Dann habe ich mir Hexer Ridge in der Amerika geholt. Ich war leider zu spät für Steelbook. Ich habe nicht vorbestellt. Empfehle ich auf jeden Fall den Film, der war klasse. Ganz normale MOE. Dann habe ich mir The Walk, das Steelbook, geholt. Hat mich interessiert, wie das damals war, vor der Eröffnung der Twin Towers, wo der über ein Seil vom einen Turm zum anderen gegangen ist. Die Geschichte, also man kann es sich einmal anschauen, mehr ist er meiner Meinung nach nicht wert. So, dann habe ich mir natürlich auch das Logan Steelbook geholt. Das hat ja auch schon jeder angeboxt. Mein Deutsch-Englisch wieder, ne? Genau, kennt ja jeder mit der Schwarz-Weiß-Fassung und mit der normalen Fassung. Den einen gefällt's, den anderen nicht. Mir gefällt es auf jeden Fall. So, dann kommen wir schon zum nächsten. Da habe ich mir das Underworld Steelbook geholt. Den ersten Teil fand ich richtig klasse. Es ist zwar geprägt, meiner Meinung nach hätte man das ein wenig schöner machen können, aber ich glaube 9,99 hat das gekostet. Da passt in die Sammlung. Dann habe ich mir Ball geholt und auch gleich angeschaut. Finde ich ein lustiger Film. Er ist nicht der beste, die beste Komödie. Er ist aber schön mal anzuschauen. Genau, ohne Innendruck. Genau, und dann habe ich mir noch die Mumie des Steelbook geholt. Das deutsche Steelbook ohne Prägung. Hätten wir auch ein schöneres Cover machen können, aber das tut es auch. Genau. Und dann in der 29. Kalenderwoche habe ich mir leider nur eins Steelbook geholt. Das war im Angebot Sicario von Studio Kanal. Ich habe bis jetzt nur den Trailer gesehen, ich kann noch nichts zum Film sagen. Mit Innendruck. Genau. Das war's dann auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal und kommentiert, was euch besser gefallen hat, welche Sichtweise meiner Updates. Bis zum nächsten Mal, euer Joachim.